Gepäckablagen, Triebwerkskomponenten und Landeklappen für Flugzeuge direkt aus dem Innviertel. FACC stellt seit 26 Jahren Flugzeugteile für internationale Kunden wie Airbus und Boeing her. Angefangen hat aber alles ganz anders. Aus einer Entwicklungsmannschaft der Skifertigung raus, Firma Fischer Ski und Tennis. Das Ganze hat sich eigentlich sukzessive entwickelt. Von einem kleinen innovativen Team, 30 Personen ganz zu Beginn, ist einfach das Unternehmen mitgewachsen. Heute sind mehr als 3000 Mitarbeiter aus 41 Nationen bei FACC beschäftigt. Von der Entwicklung über die Herstellung bis zum Qualitätscheck. Vieles wird nach wie vor per Hand erledigt. So werden die rund 1000 verschiedenen Lagen der einzelnen Bauteile zwar von Maschinen zugeschnitten, aber großteils von Mitarbeitern sortiert und geklebt. Die Produkte der FACC sind zu einem sehr hohen Grad durch Handarbeit hergestellt, sieht man auch in der Fertigung. Es gibt natürlich immer mehr Ansätze zu automatisieren. Das geschieht auch bei größeren, großflächigen Bauteilen, wird über Maschinen gelegt. Das Wichtigste in der Luftfahrt nach wie vor. Je leichter, desto weniger Kosten. Alleine mit den sogenannten Winglets am Flügelende wurde der Treibstoffverbrauch in den letzten Jahren um ein Fünftel reduziert. Das geht nur über weniger Gewicht, wiederum Leichtbau, natürlich bessere Aerodynamik. Wir haben mit diesem Produkt seit dem Jahr 2002 22,7 Milliarden Liter Treibstoff eingespart. Sprit sparen mit Hilfe von Leichtbautechnik, vor allem in Zeiten des Klimawandels. Denn der Flugverkehr wächst. So sollen sich bis 2030 Passagierzahlen und Flugzeuge mehr als verdoppeln. Und das bedeutet für das Innviertler Unternehmen wiederum mehr Aufträge und mehr Mitarbeiter. Die FACC hat die letzten drei Jahre den Mitarbeiterbestand um 1200 Mitarbeiter am Standort aufgebaut. Trotz Automatisierung, die wird auch weiter fortschreiten, werden wir auch heuer wieder 250 Mitarbeiter an Bord bringen. Wir gehen auch schon in andere Bundesländer bzw. in andere Staaten. Deutschland, von Deutschland haben wir ziemlich viele Mitarbeiter, weil wir grenznahe sind, aber wir suchen auch noch weiter. Mittlerweile sind Leichtbauteile aus dem Innviertel in nahezu allen modernen Verkehrsflugzeugen zu finden. Beliefert werden Flugzeughersteller auf der ganzen Welt. Die Zentrale ist aber nach wie vor in Oberösterreich und das soll auch in Zukunft so bleiben.